Stadtschloss ist ein Projekt einer Dachgenossenschaft. Das war das Startprojekt der Dachgenossenschaft Wohnreform EG. Also ein Haus, in dem wir jetzt hier mit 30 Erwachsenen, 15 Kindern gemeinschaftlich leben und das wir gemeinsam gebaut haben und gemeinsam finanziert haben und gemeinsam bewohnen. Das Leben, das andere ist die Geschichte, die wir haben, dann, weil wir das gemeinsam gebaut haben. Also wer auch immer sich vorstellen kann, ein Haus zu bauen, der weiß, was das heißt an Energie, an Träumen, an Visionen, die da reingehen. Und dass wir das gemeinsam gemacht haben, das verbindet uns natürlich mehr, als wenn wir eine gute Hausgemeinschaft in einem normalen Mietshaus hätten. Wir haben, ich nenne das immer so Gemeinschaftsgewinne, also dadurch, dass man eben gemeinschaftlich ein Haus bewohnt und betreibt, können wir uns ein paar Sachen leisten, die wir uns alleine nie leisten könnten. Zum Beispiel so eine Dachterrasse oder einen Gemeinschaftsraum. Auf der Dachterrasse steht eine Sauna, die wir gemeinsam gebaut haben. Wir haben eine Werkstatt zusammen. Das heißt, wir brauchen keine 23 Kreissägen und 12 Stichsägen und so. Das braucht man nur einmal oder zweimal. Food Co-op haben wir noch zusammen, die wir da betreiben, natürlich den Waschkeller. Wenn wir entscheiden, das ganze Haus wird hier mit Ökostrom versorgt und das wird dann auch noch billiger, weil wir es gemeinschaftlich technisch anders regeln. Das ist dann alles machbar, erschwinglich und auch von dem Arbeitsaufwand irgendwie machbar, dadurch, dass wir es gemeinsam machen. Und dann kommen noch die Dinge dazu, die wir tatsächlich denn gemeinsam machen. Ein großes Beispiel ist immer die Kindererziehung hier in dem Haus. Das ist irgendwie relativ locker. Es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, ne, für, wer Kinder erziehen will, braucht dafür ein ganzes Dorf. Das haben wir hier zum Teil. Die Kinder können hier einfach im Haus überall hingehen und haben ganz viele Kontakte mit Erwachsenen, mit Jugendlichen, mit anderen Kindern. Die Absprachen der Eltern untereinander geht komplett problemlos. Ja, der Kern dieses Wohnprojekts waren tatsächlich vier Frauen, die sich irgendwann mal getroffen haben und gesagt, wir wollen nicht alleine einsam alt werden. Und die vier haben dann ihre Freundinnen und Freunde gefragt, wollt ihr nicht auch so mit dieser Idee? Und dann wuchs das und wuchs das. Das kann ich jetzt sozusagen nur erzählen aus den Geschichten. Ich selber mit meiner Familie kam relativ spät dazu. Da waren im Prinzip die Pläne für dieses Haus schon fertig und die suchten noch für drei Wohnungen Leute, die da einziehen. Und irgendwo dazwischen kriegt man Leute, also bekommt man Zugriff auf diesen Prozess. Also entweder man fängt selber an und sagt, ich will nicht alleine wohnen und ich suche mir Leute, die das machen. Dann dauert es aber relativ lang. Also das hier war noch eher ein schnelleres Wohnprojekt, dass die nur so 7 Jahre gebraucht haben von der ersten Idee auf dem roten Sofa bis hin zur Grundsteinlegung. Dadurch, dass wir eine Dachgenossenschaft sind, also mehrere Projekte haben und langsam immer so ein Projekt nach dem anderen noch dazu bekommen, ist es auch eine Möglichkeit, hier anzufragen, dann wisst ihr nicht jemanden so. Es gibt hier in Hamburg auch extra eine Agentur für Baugemeinschaften, die das unterstützt, so ein gemeinschaftliches Wohnen. Auch da kann man anfragen, aber das vielversprechendste ist eigentlich selber zu machen. Klar gibt es Herausforderungen und Schwierigkeiten. Also wenn man startet mit Träumen und Visionen, dann können die natürlich auch sehr leicht enttäuscht werden oder man legt die Messlatte sehr hoch. Und das ist in der Bauphase ist das alles noch großartig, weil man alle gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Und wenn das Haus dann steht und alle Baumängel beseitigt sind, und dann fängt es an, dass man merkt, die anderen haben ja doch andere Ansprüche an die Gemeinschaft oder andere Vorstellungen vom Leben als man selber. Und dann beginnt der ganze Aushandlungsprozess. Und der ist nicht immer einfach. So, wir sind 30 Erwachsene, den Anspruch zu haben, mit allen 30 gleichermaßen irgendwie befreundet zu sein, das geht nicht. Mit allen 30 politisch auf einer Wellenlänge zu liegen, geht auch nicht. Und dann muss man gucken, was geht und was geht nicht. Und das ist manchmal spannend, von anderen zu hören, was die so denken und machen und was die hier einbringen an Ideen. Und manchmal ist es auch komplett nervig, weil man sich mit Dingen auseinandersetzen muss, die man irgendwie, mit denen man sich nicht auseinandersetzen wollte. Das auszudiskutieren, das auszuhalten, das ist auch so ein, ja, gehört auch dazu. Wir lernen aneinander, wir lernen dabei auch Konflikte auszutragen und wir lernen auch, was für Konflikte man wie austragen könnte. Ich weiß nicht, ob die Welt wirklich besser wäre, wenn wir nur in solchen Gemeinschaften wohnen würden,
Ich kann nur sagen, dass auch in der Zusammenarbeit mit anderen Wohnprojekten, also hier in wirklich nahem Umfeld, aber auch nochmal hamburgweit, haben wir zum Beispiel eine Menge Geflüchtete untergebracht, weil wir sowas wie Gemeinschaftswohnungen haben, wo wir sagen, da können erstmal zwei hier wohnen. Und das sind einfach Möglichkeiten, das sind Räume dann offen, die sonst nicht offen wären im normalen Leben. Und diesen Raum, diesen Gestaltungsspielraum dann zu haben und einzusetzen, das ist schon ein großer Vorteil. Das würde, glaube ich, die Welt schon besser machen.